Schweiz holt sich damit die Gruppenführung, ist damit auf Platz 1, dann Deutschland, dann Schottland, dann kommen die Ungarn. Gucken wir mal, ob das in echt auch so gewesen ist. So, hier sehen wir den Turnierbaum und wir sehen, wir müssen gegen die Kroaten ran. Schweiz hat es mit Serbien zu tun und ich sehe in dem anderen Achtelfinale England gegen die Türkei. Portugal gegen Italien, Österreich gegen Belgien und Spanien gegen die Niederlande. Guck mal in den anderen Gruppen rein. Spanien, Kroatien. Italien hat es auch geschafft, oder? Ja. Moment. Ja, Italien hat es auch geschafft als Gruppen. Dritter. Okay. Albanien, 3 Spiele, 3 Niederlagen. War aber auch eine Hammergruppe. Haben aber 3 Tore geschossen. Aber immer nur knapp. Es war nicht so eindeutig immer. Gruppe C. England und Serbien. Gruppe D. Frankreich. Wow, 3 Spiele, 3 Siege. 7 Tore. Das nenne ich mal Durchmarsch. Und die Österreicher mit nur einem Sieg. Mit nur einem Sieg punktgleich mit Niederlande und Polen auf Platz 2. Und Slowakei, Belgien, Portugal, Tschechische Republik auch punktgleich. Die Türken auf Rang 3. Ja, okay, dann die Kroaten. Wir werden jetzt unsere Startelf bestimmen für den Rest des Turniers. Mir hat Thomas Müller gefallen. Der kommt rein. Leroy Sané. Ja, schwierig zu sagen. Vielleicht ist Müller auch mehr für die Auswechslung, aber nee, ich würde ihn eher reintun. Und auf Havertz haben wir gar nicht gesehen, brauchen wir auch nicht. Füllkrug ist am besten. Abbrechen. So, jetzt nochmal speichern. Und dann werden wir gegen Kroatien spielen. Stadion Berlin. Weiß ich gar nicht, ob das stimmt oder auch München ist. Partie spielen 18 Uhr. Let's go. Was denkt ihr, wie wird das Spiel ausgehen? Olympiastadion Berlin. Wo das Finale, denke ich, auch mal ausgetragen wird. Spielen immer gute Turniere. Der Vater.
Mal gewinnen. Rüdiger. Top-Verteidigung. 8 Tore. Einfach nur krank. Einfach nur krank. Was? Freistoß. Okay. Das war doch Ball gespielt. Von Neuer. Jetzt nach Chancen 1:1 verlängert und direkt abgezogen. Sehr gute Parade. Nein. 11 Meter. Wie kommt denn das zustande? Also Handspiel wird hier richtig hart ausgelegt. Jetzt die Kroaten, die können 11 Meter. Das kennen wir. Kramaric. Ja. Fast schon unhaltbar. Das kennen wir. Hier, ah, Luka. Ne, nicht Modric, Maja. Ich dachte schon, das wäre Modric. Ja. Der war hart. Hart geschossen. Und Kroatien damit in Front. So, was macht Deutschland? Haben wir dem etwas entgegenzuwirken, Antonio Rüdiger? Schöner Ball. Füllkrug. Nee, Wirtz war das, nicht Füllkrug. Wirtz. Kleine Enttäuschung. Eckball, der war zu weit. Nase juckt. Musiala. Jetzt auf Thomas Müller. Ich glaub's nicht. Spann uns aber auch auf die Folter hier. Der Kopfball, der war sehr gut. Aber die Deutschen nicht zu unterschätzen jetzt nochmal. Da war keiner mehr. Niemand mehr. Einwurf. 22. Minute. Jetzt kommen die Kroaten. Gegen die Laufrichtung von Manuel Neuer. Das war sehr gut herausgespielt. Das war sehr gut. Die Kleinen hier gewinnen die Kopfballduelle. Manuel Neuer. Keine Chance gegen die Laufrichtung. Und die Kroaten. Puh, mit einer sehr, sehr guten Ausgangssituation hier. Hand, aber Vorteil. Die nächste Chance. Die nächste Chance. Nicht genutzt. Jetzt. Marin. Er schießt ihn drüber. Niklas Füllkrug. Hauchzart. Hauchzart am Tor vorbei. Leute, auf geht's. Seitenverlagerung Florian Wirtz.
noch rein. Was ist das? Freistoß. Ah, Freistoß, Stürmer faul. Ich hätte schon gedacht. Schöner Ball, Thomas Müller. Wir kommen nicht durch so. Vielleicht sollen wir einen Undav bringen. Vielleicht tut sich ein Undav besser. Boah. Weg. Komm. Sehr ernüchterndes Halbzeitergebnis. Deutschland liegt hinten 2-0. Die Schweiz führt gegen Serbien. Wir brauchen jetzt unbedingt neue Impulse. Wir bringen Undav. Vielleicht doch ein Gündoğan. Musiala muss raus. Und Florian Wirtz bringt keine guten Akzente. Da hat mir der Führer schon besser gefallen. Und so müssen wir jetzt 2 Tore aufholen. Kroaten dürfen anstoßen. Ich weiß nicht, ob ich den direkt spielen soll. Vielleicht die kurze Variante. Gündoğan mit dem Anschlusstreffer. Der Freistoß war's. Frei zum Schuss. Er zieht ab. Wow. Ärgerlich. Der wäre fast, er war noch dran, glaube ich, oder ist fast dran gekommen. Damit hat er nicht gerechnet, der Keeper. Und jetzt sind wir fast dran. Ein Tor noch. Ein Tor noch.
Nein. Ich wollte sagen, was für eiskalte Eier. So knapp am Tor vorbei. Aber Deutschland ist jetzt im Spiel. Ja, komm, führe ich. Boah. Die machen es aber auch spannend. Und jetzt? Groß. Mit einer Hand. 10 Minuten noch. Alles muss nach vorne. Jetzt. Nein. Gündoğan. Ja, da wurde er behindert. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sané. Der Ausgleich. Wir haben unsere Startelf gefunden. Also jetzt nicht die 1:1, aber ich glaube, ich weiß jetzt, welche Spieler wir hier doch reinbringen. Das ist der Ausgleich. Wie spannend die es machen müssen hier. Einfach in der, erstmal gleich hier in die Defensive wieder rutschen. So, 88. Minute. Schön abgewehrt. Neuer. Und Gegenstoß. Ein Foul. Das war knapp. Und er hat abgepfiffen. Es geht in die Verlängerung. Ich muss mal was trinken. Moment. Schweiz hat gewonnen. Und bei uns geht es in die Verlängerung. Nach dem 2:2 unentschieden. Ja, Groß würde ich noch drin lassen. Vielleicht Raum für Mittelstädt. Aber das war's dann auch. So. Jetzt entscheidet sich's. Jetzt die besseren Nerven. Jetzt Sané. Boah. Uiuiui, da machen sie es fast selber noch gefährlich. Schön Kopfball, Schafette. Neuer. Weltklasse. Traumpass. Und auf. Der steht jetzt frei vom Tor. Und er macht ihn. Wir stehen mit einem Bein im Viertelfinale. Wir müssen das nur noch über die Zeit schaukeln.
Ja, macht ihn. Boah. Der hatte Zug. 101. Minute. Und wir haben quasi ein 2-0 Rückstand in 1-3-2. Ah, nein. Ich erzähl's. Ganz schön schwammig. Ganz schön schwammig hier alles. Sané. Der ist schnell. Keeper vorbei. Erste Halbzeit der Verlängerung ist vorbei. Jetzt gibt es erstmal einen Seitenwechsel. Ganz kurze Pause. Aber wir hatten zwei gute Chancen. Ich hoffe, die Kroaten bekommen keine mehr. Weil ein Elfmeterschießen gegen diese Mannschaft ist sehr, sehr hart. Die müssen jetzt aber dann auch alles nach vorne schmeißen. Jonathan da. Hier mit sehr viel Erfahrung. David Raum auch. Das gibt keine Karte mehr. Da 9. Minute. Immer mit der Ruhe. Raum, der hat noch Power. Flanke. Kopfball, da bekommt er nicht genug Druck. Bin ich gespannt, wie es in den anderen Achtelfinals läuft. Jetzt nochmal Arschbacken zusammenbeißen. Neuer. Nicht zu früh freuen, Leute. Ja, sehr schön. Nee, der Keeper bleibt hinten. Der Kroaten. Weg. Der Ball muss weg. Und jemand liegt. Fliegt. Es gibt Gelb für Guardiol, der auf der Insel spielt. Sehr guter Verteidiger. Wollt hier keinen Konter riskieren. Jetzt nochmal. Nee. Sekunden und wir sind eine Runde weiter. Wir stehen im Viertelfinale mit einem sehr, sehr hart erarbeiteten Sieg über Kroatien mit 3-2. Boah, nix für schwache Nerven hier. Der hüpft da rum. Alter. Und auf 101. Ja. Ja, gucken wir mal, wie es in den anderen Finals aussieht. Schweiz gewinnt gegen Serbien und ist damit auch im Viertelfinale. Und jetzt die anderen Partien. Tabelle. Viertelfinale. Moment, ich will das hier sehen. England gewinnt gegen die Türkei 2-0. Spanien gegen die Niederlande mit
genauso mit demselben Ergebnis, die Belgier. Also die Favoriten setzen sich.